Moin zusammen, salve a tutti. Gestern, wir haben heute den 22. Februar, 6.12 Uhr. Gestern habe ich einen Film über den Standpur und den Dow gemacht und heute früh mache ich einen über den Nasdaq. Da war gestern auch einiges los. Hätte ich den vielleicht mal einen Tag vorher machen sollen, aber ich dachte, Standpur und Dow reichen. Vor euch liegt der Nasdaq, eine Kerze, ein Tag. Und ich möchte gerne mal, das müsste rot sein, hoffe ich mal, möchte ich erstmal auf diese Fibos hier eingehen. Von dem All-Time-High im Dezember letzten Jahres bis zu dem Low, was wir hatten, sind wir ganz genau, jetzt gehe ich mal größer ran, hier dran gelaufen. Das ist das 38er Retracement. Also komplett nach oben einmal durchgelaufen. Bisschen überboten und das war es auch. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Fibos funktionieren. Und damit, das wollte ich dir mal zeigen, damit nehme ich diese Linien hier raus, weil wir wollen ja gucken, dass wir hier möglichst zeitnah dran kommen. Und weg sind sie. Das ist der Nasdaq aktuell. Und hier sind auch wieder so ein paar Fibo-Linien, die ich gezogen habe. Diese Fibo-Punkte sind nie hundertprozentig genau. Das ist für mich immer so eine Zone, so um die 30, 50 Punkte. Aber es ist wichtig zu wissen, wo die liegen. Von der letzten Aufwärtsbewegung, hier vom 28.12., also ziemlich genau ein Jahr nach dem All-Time-High, bis hier hoch, sind wir per gestern ziemlich genau an das 38er Retracement rangelaufen. Das ist also nichts anderes als mal ausatmen. Da sind ja Werte dabei gewesen wie Tesla, die haben sich ja verdoppelt, Nvidia und wie sie alle heißen. Viele von denen haben sich verdoppelt oder 50, 60, 70% gemacht. Und die Nasdaq hat meines Erachtens nach absolutes Recht, auch mal eine Pause einzulegen. Und das macht sie gerade. Das ist eine offensichtliche Korrektur. Das ist also nicht so Kleinzeug hier, was wir hier so haben, sondern es ist eine offensichtliche Korrektur von den 12.880 jetzt runter zu 12.075. Auf den ersten Blick muss missfallen, dass wir auf dem Tagestiefkurs plus minus ein paar Punkte schließen. Das ist nie gut. Wie gesagt, wir haben heute Mittwoch, aber gestern, der Dow hat verloren 1,7% und der Standpur 1,66%. Und der Nasdaq, wo war das? 2,04%. Der Abstand Nasdaq zu DAX, wo ich immer mal gerne drauf schaue, hat sich also wieder erheblich erhöht. Der ist jetzt bei 3.300 Punkten. Der war letzte Woche noch bei 2.850. Das heißt, die Amis sind insgesamt deutlich schwächer als Deutschland. Das mag verwundern. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir am Freitagabend um 17.30 Uhr haben wir eine Neugewichtung vom DAX. Da werden 39 Werte gekauft. Am Schlusskurs, nur am Schlusskurs. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass von 17.25 Uhr bis 17.36 Uhr der DAX durchaus mal 50 Punkte Sprung nach oben macht. Weil eben die Gewichtung von Linde umgelegt wird auf die anderen 39 Werte. Jeder wird ein bisschen höher gewertet. Aber jetzt sind wir hier beim Nasdaq, deswegen mache ich da mehr. Heute Abend kommt ein Film zum DAX. Also, mal zusammenfassend. Wir haben das 38er Retracement von dieser Bewegung hier gesehen. Oder da sind wir dran. Schön. Missfallen tut mir, dass wir die 20-Tage-Linie unterboten haben, und zwar heftigst mit Schlusskurs. Das machen wir das erste Mal seit dem 9.01. Das sind also gut und gerne 6 Wochen. Ja, sagen wir mal 5. Das ist auf jeden Fall negativ zu werten. Dann haben wir die Unterstützung 1 durch das 38er, die Unterstützung 2 durch die 200er-Tage-Linie bei 11.896. Dann haben wir hier noch ein Gap. Das ist vom 25.01. Das war, muss gerade schauen, 11.812. Das ist diese blaue Linie hier. Und wir haben das untere Band. Jetzt, das ist ziemlich genau da, wo dieses Gap liegt. Und darüber hinaus haben wir das 50er-Retracement bei 11.700. Junge, zieh eine Brille auf. 66. Also ich gehe davon aus, wenn ich das hier so sehe, die Technik über das MACD ist weiter negativ über die moderne und die traditionelle Sichtweise. Die Stochastik ist weiter nach unten. Da ist nicht der Hauch einer Stabilisierung. Ja, ich warne immer wieder davor, nur zu sagen, nur weil wir unter 20 sind, ist das eine Stabilisierung. Der muss drehen. Der muss sowas hier machen. Ja, oder sowas. Oder sowas. Also da auf jeden Fall ein bisschen abwarten. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich hier, diese Zone sehen. Kann aber jetzt nicht sagen, ob die 200er-Tage-Linie hält
oder das untere Band in Verbindung mit dem Gap hier vom 25.01. oder ob es erst das 50er ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich finde nochmal, der Markt hat sich, also der DAX, Nasdaq hat sich seine Pause verdient. Das ist völlig in Ordnung. Aber nur wenn er hier drauf geht, heißt das nicht, dass man ihn gleich kaufen muss. Das mache ich erst, wenn es ein, zwei Tage hält oder hier ein Hammer entsteht, dass wir vielleicht mal hier drunter gehen, Außenband raus, ins Band wieder rein, so die klassischen Trendumkehrsignale. Ein Hammer hier unten rein, der dann wieder ins Band geht. Sowas zum Beispiel. Oder aufsetzen, zweimal, vielleicht mit einem Bullish Engulfing Pattern, sowas in der Art. Oder und dann hier die Stochastik dreht. Also ich sehe noch keinen Grund kaufen zu müssen. Ich habe diese beiden Scheine vorbereitet. Und zwar der eine hat im Moment einen Hebel von 15. Das ist ein 11.246er. Da sind wir hier drunter, unter diesem letzten Mini-Verlaufstief, nennen wir es mal so. Das ist die GZ6V3W. Wenn wir hier sind, ist der Hebel nicht mehr 15, sondern, mal kurz gerechnet, 18. 18,5 müsste der sein. Also das ist eine interessante Version, die muss man unbedingt auf die Watchlist packen. Die gefällt mir gut. Als Put habe ich einen ausgesucht, der hinter diesem Hoch liegt. Das war 12.884 und ich habe hier einen 12.954. Das ist im Moment ein 13er Hebel. Das ist die GZ8U7N. Den Put nehme ich erst dann, wenn wir wirklich hier drunter sind. Man kann es jetzt auch schon probieren, vielleicht für die letzten 170 Punkte. Ja, das muss man schauen, wie sich der Markt heute insgesamt gibt. Und den Call schaue ich mir erst wirklich an, wenn wir in diesem Bereich sind hier. Zwischen 200-Tage-Linie und 50er-Tracement. Das ist ein fettes Cluster hier. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er von hier auch mal einen Sprung nach oben macht, der ihn dann erneut über die 12.100, 200 nochmal bringt. Hier oben Richtung 20-Tage-Linie, 12.400, also runter, hoch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nochmal, der Pause hat er sich verdient. Man hat auch gestern wieder Tesla gesehen, wie den er wieder nachgegeben haben. Das ist kein einfacher Markt momentan. Er hat eine enorme Dynamik. Er koppelt sich ab, oder vielmehr Deutschland koppelt sich ab von Amerika. Das kann man auch sagen. Aber ich gebe den insgesamt nicht auf. Ich wollte Folgendes noch zeigen. Die Woche. Das ist jetzt der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Hier werde ich leicht negativ. Hier bin ich negativ. Wenn das jetzt hier so ein 10-Minuten-Chart wäre, würde ich auch sagen, an dich, das Zeug. Und dann würde ich davon ausgehen, dass wir nochmal sogar dieses Tief hier sehen. Das halte ich für sehr gut möglich. Das ist bei 10.640 auf Wochensicht. Also da reden wir jetzt von 6, 7, 8 Wochen, wo der durchaus nochmal runtergehen kann. Aber auch hier habe ich eine schöne Unterstützung im Bereich 11.608, also gerade mal so 200 Punkte tiefer als das, was ich hier oben eingezeichnet habe, die Verbindung aus 20-Wochen-Linie und 200-Wochen-Linie. Und dann hier dem 61er-Retracement. Das ist also das nächste Cluster. Ich halte den also insgesamt für sehr gut unterstützt, auch wenn wir hier Verkaufssignale haben. Und dann, wenn ich jetzt schon die Woche mache, mache ich auch den Monat und der macht mir insgesamt Hoffnung. So, hier ist er. Wir drehen hier überall auf Monatssicht eine Kerze, eine Woche. Drehen wir hoch im MACD, wir drehen hoch in der Stochastik. Deswegen, ich erwarte auf gar keinen Fall nochmal irgendwie neue Tiefs. Nicht in den nächsten, sagen wir mal, 3 Monaten. Das erwarte ich nicht. Aber er kann, böse, warte mal, ich mache das mal hier weg, dann sieht man das besser. Bisher ganz böse Kerze auf Monatssicht. Nicht schön, muss man wirklich sagen. Ja, das sind 1000 Punkte. Und das ist ein Shootingstar, auch wenn er mir ein bisschen zu nah hier an den anderen Dingern dran liegt. Aber hier haben wir auch schon einen. Also, grundsätzlich finde ich den Monat in Ordnung und gehe auch davon aus, dass wir Ende des Jahres hier höher stehen. Das glaube ich schon. Aber ich muss damit rechnen, dass wir nochmal in diesen Bereich hier eintauchen. Für den Tag bis 11.800, für die Woche bis 11.600. Und vom Monat her kann das durchaus auf 11.000 gehen. Also ich glaube, man muss sich nicht beeilen, um hier was zu kaufen. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, auf Sicht von jetzt noch 10 Monaten, dass wir eher dann hier oben stehen, als weiter hier runter gehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.